Qualen waren vorbei. Der Puls des Lebens würde wieder hörbar werden. Gute Arbeit, meine Herren. Heute ist ein stolzer Tag für Großbritannien und die ganze Welt. Gut gemacht. Während der Alltag zurückkehrt, bereitet die Möglichkeit eines weiteren Angriffs vom Mars weltweit Sorge. Ist diese Zeit des Friedens bloß eine Gnadenfrist? Könnte es sein, dass man bald draußen im Weltall seine Lektionen gelernt hat und in diesem Augenblick auf eine erneute Gelegenheit wartet? Gehört die Zukunft vielleicht nicht uns, sondern den Marsbewohnern?